Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. So, wir haben den Auftrag hier, Trevors letzte Fahrt. Wir haben jetzt hier alle ausgeschaltet, haben alles gescannt und jetzt, also alle, alle Hacks durchgeführt und jetzt nochmal die Leichen scannen. Hab halt keine Ahnung, ob wir die rausholen sollen. Sieh an, was haben wir denn hier? Hallöchen. Ja, siehst du doch. Trevors letzte Fahrt. Berge die Leiche aus dem Raid. Aus dem Posten. Ah, das sind schon wieder so eine. Dakota, du erklimmst rasch den Weg nach oben wie ein rastloser Geist. Aber sehr vorsichtig, das Leben hat noch viele Prüfungen für dich auf Lager. Es warte mehr Aufgaben. Der Wagen wartet schon. Ihr habt einen Wagen. Nee, oder? Warte mal. Ich soll jetzt bis da vorne kommen? Nee, wir können nicht sprinten, ne? Weil wir... Ja, die Fähigkeiten haben wir natürlich jetzt nicht. Okay, dass das so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Okay, pack ihn hinten rein. Zeit nach Hause zu gehen. Das war ein alter Kaldor. Dank dir können Trevors Eltern endlich ihren Sohn beerdigen. Ich bin dir echt dankbar. Auftrag erledigt. Du hast nicht ausgesprochen. Oh, Speed auf 50. So. Okay, wir haben jetzt hier mehr oder weniger erstmal alles abgegrast, abgefrühstückt. Wir könnten jetzt nach hier unten gehen oder wir... Oh, was ist das? War da... ich würde ja gerne diese ganzen Aufträge hier schön nach und nach erledigen. Ich würde aber auch gerne diese Aufträge hier Nebenmissionen erledigen. Hohe Gefahr. Okay, dann machen wir erstmal den hier. Keine Ahnung. Ach, wir haben schon wieder ein Level gemacht. Okay, wir haben ein Level gemacht. Dann können wir jetzt erstmal nochmal Waffen zerlegen. Leider Gottes. Hab wir hier noch was doppelt bekommen? Ja, 88 und 2. Das ist natürlich um ein Vielfaches besser. Eine Jacke. Bonusschaden. Ah, da ist eine hohe Panzerung drin. Deswegen ist die besser. Aber die könnten wir wieder. Ein Taui. Für ein Taui würde ich sie schon verkaufen wollen, ne? Also ein Taui ist natürlich. 1K ist. Oh, nicht gerade wenig. So, okay. Können wir denn schon wieder eine Waffe upgraden? Natürlich nada. Uns fehlen immer noch davon. Also wir haben ja immer noch hier die Punkte. Bin ja immer noch dabei, hier hoch zu machen. Was haben wir jetzt hier bekommen? Eure Nachneutralisierung des Gegners, Gewehren, Maschinenpistolen ist die Nachladezeit. Okay. Schaden mit Gewehren, Maschinenpistolen bei Gegnern, die in Bewegung sind. Also so doll ist das jetzt hier auch nicht für dich. Da geht lieber bei Quick Hacks noch hier mit dem. Erstmal. So. Wir können ja rein technisch gesehen auch den Port nehmen. Dann sind wir ganz schnell hier. Und dann sehen wir mal, was das für eine Nebenmission ist. Soft Seas. Soft Seas oder Seas? Wer weiß, wer weiß. Der Auftrag ist wo? Da, 125 Meter. Die kriegen wir auch noch so, die laufen, ne? Da hole ich mir jetzt nicht ein Auto, um hier einmal die Autobahn links und einmal rechts zu fahren. Was ist los? So langsam fragen Leute nach dir, die Art von Leuten, die ernsthaft Jobs in Auftrag geben. Ab sofort nehmen wir ihr Geld sehr gerne an. Glückwunsch, du hast dir das echt verdient. Oh yeah. Das freut mich. Versuch's mal mit dem Brecheisen. Versuch's mal mit Hirnanschalten. Siehst du irgendwo einen Punkt, wo ich damit ansetzen kann, hä? Hm. Ist ja gut. Wollte ja nur helfen, Mann. Da kommt
tot jemand. Bin ja nicht blind. Und jetzt halt's Maul. Mhm. Hey, hast du dich verlaufen? Sorry, ich hab keine Karte. Hey, Rick, hast du eine Karte? Nö, hab mir Kippen draus gedreht. Und du? Wo immer du hin willst, hier bist du falsch. Ah. Hast du gehört? Gibt nichts zu sehen. Also schönen Tag noch. Lasst euch nicht stören. Bisschen schwer, wenn du uns hier am Arsch hängst. Musst du nicht irgendwo sein? Was ist in dem Aktenkoffer? Was, in dem Scheißteil hier? Wahrscheinlich nichts. Dosen? Oder Flaschen? Wer weiß. Wo habt ihr den her? Seht ihr ein Blinder, dass der einem Konzern gehört? Bist du vom Fundbüro oder sowas? Wenn es nicht deine Angelegenheit ist, mach es nicht dazu. Hm. Ach, nee, gib ihn her. Sofort. Hey, ganz ruhig, Boss. Wir können uns doch einigen, oder nicht? Komm schon. Ich wiederhole mich nur ungern. Worauf wartest du? Gib ihn ihr. Glaub mir, du wirst das Teil eh nicht aufkriegen. Das werden wir ja sehen. Wo habt ihr ihn gefunden? Ich fragte, wo? In den Müllcontainern, da drüben. Oh, scheiße, Josh. Hör zu, wir waren das nicht, okay? Der Penner war schon tot. Okay. Was? Im Ernst? Und ich dachte, ihr werdet voll die erstklassigen Söldner. Oh Mann, ey, das ist... Verzieht nee. Euch. Okay, ich hätte ihn doch abkaufen sollen. Nehm ihn ruhig. Bleib einfach mal das wäre fair gewesen. Naja, fair, ja doch, irgendwo schon, ne? Irgendwo wäre das schon fair. Ach du hey, aber... Okay, 1C. C55. Ich glaube dann nie auf die Breach Tower. Fällt mir gerade auf, ne? Die geht ja auch runter. Oh, untersuche den Aktenkoffer, führe. Okay. Na dann. Sesam, öffne dich. Du konntest echt nicht das Maul halten, oder? Hm. Einfach am Arsch. Sieh an, was haben wir denn hier? Die manuelle. Au. Oh. Koordinaten für die Startsequenz durch. Dringend Vorladung zum Auswertungsverfahren. Okay, Ware nie wieder gelöscht. Ah. So. 1,8 Kilometer? Das ist jetzt ein Witz, oder? Da komme ich doch gerade her. Haben wir hier auch einen Punkt? Nee, der nächste liegt hier, ne? Ja, ne, da werde ich mit Sicherheit jetzt hier nicht, ja, okay. Ach so, nein, ich will nach da. Ich werde mir das Auto nicht kaufen. Sorry, wenn ich das so sage. Also fürs Auto habe ich zur, oder für die Autos habe ich einfach zurzeit nicht genug Geld. Ist einfach ein Fakt. Was ist jetzt näher, das oder das? Ich glaube das hier, ne? Also mit dem Auto zumindest, hoffe ich. Ja, komm hier, Scorpion. Fahr mal wieder ein bisschen mit der Bike. Bleibst du da stehen? Warum guckst du nicht bis zu mir? Ist das Schweinerei hier? Adio. Ja, und ich, weil ich, ich hätte einfach wie ein Bescheuerter durchfahren müssen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Ah, ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Jedes Mal. Oh Mann. Ja, komm hier, Scorpions Wagen wieder, Wagen sei schon. Brauchst du ja nicht, ne? Und nochmal.
So. Erstmal machen wir hier einen Reach-Protokoll. Geht am schnellsten. Ah, das gefällt mir ja gar nicht. Und gar nicht. Kann ich jetzt nochmal ein 1C machen? Nee. Ist ja doof. So, dann machen wir einen Ping. Pingy Ping. Systemneustart. Gut, Schluss. Da ist ja noch einer. Okay. Also mit dem da hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann machen wir mal einen Systemneustart. Sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Bitteschön. Militech? Das sind Militech-Leute, ne? Hätte ich jetzt zumindest behauptet. Hui. Sind die noch mehr? Oh, was ist hier? Aha. What the hell? Was ist das denn? Whoop. Hallöchen. Guten Tag. Das ist nicht aufgefallen, dass hier alle deine Kumpanen umgefallen sind. Okay. Der Moment der Wahrheit. Mal sehen. Ohne Titelnummer. Aha. Was zum Teufel ist das? Das, wonach es aussieht. Brancesi 2021. Ohne Titel Nummer 18. Öl auf Leinwand. Perlen vor die Säue. Echt, ey. Sieh an. Johnny Silverhand, der Kunstkenner. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Eine Ex von mir hat gemalt. Vollpsycho, wie alle von denen. Aber was die mit meinem Pinsel gemacht hat, nicht in Worte zu fassen. Bitte, versuch's erst gar nicht. Aber was hatte das auf dem Mond zu suchen? Was wohl? Irgendeine Bonze hat ihn sich an die Wand gehängt. Der halbe Louvre schwebt irgendwo im All. Warst du jemals da? Ach, mit dem Kleingeld, das ich mit meinem Rumgejaule verdient habe? Träum weiter. Egal, lass uns abhauen, bevor Köpfe rollen. Was das Gemälde angeht, die Käufer werden in 0, nichts Schlange stehen. Okay. Alles klarchen. Haben wir das auch erledigt? Da können wir ja theoretisch direkt... Ah ne, das war ja hohe Gefahr. Hohe Gefahr wollen wir natürlich erstmal nicht. Wo wollen wir denn jetzt als nächstes hin? Also ja, der Auftrag, der reizt mich schon. Aber dann sollten wir vorher... Komm, wir fahren schnell hier hin. Wow, wow, wow. Ja, komisches Radio. Und aussteigen. Weil die, also wir sind einfach so viel schneller damit, ne? Jo. Und dann, ja, mal gucken wir mal, was wir da haben. Also jetzt haben wir ein Gemälde vom Mond bekommen.
Die Frage ist, an wen können wir das verkaufen? Und wenn die, wenn das so wertvoll ist, wie viel Geld kriegen wir dann dafür? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, ist das noch angetickert? Ja. Da ist auch noch ein NCPD-Überfall. Uiuiui. Ja gut, das ist ja nun hier. Lalala, guck mal, Systemausfall. Macho Man. Guten Tag. Was haben wir da? Gesendet an Benutzer. Aha. Das sind ehemalige Soldaten. Judy. Hey, Judy. Wie geht's dir? Scheiße. Aber mir ist was eingefallen. Und was okay. Ist dir eingefallen? Der Moxladen, das Lizzies, war mal ein Freudenhaus. Tiger Claws haben zu viele Mädchen getötet, also haben sie sich gewehrt. Gehört jetzt uns. Das Clouds könnte denselben neuen Anstrich vertragen. Und hast du dir das auch gründlich überlegt, Judy? Nein, ich habe gar nichts überlegt. Ich weiß nur, dass die Mox nichts verändern, indem sie untätig auf ihren Zuckerärschen sitzen. Du hast die Mox überzeugt, das Clouds zu übernehmen? Nein, ich will dich überzeugen. Ich kenne welche im Clouds, die uns helfen können. Hilfst du mir? Okay, ich bin dabei. Yeah. Okay, also, wie lautet der Plan? Zuerst müssen wir mit Maiko Maeda reden. Wenn sie nicht mitmacht, können wir es auch gleich ganz lassen. Meinst du wirklich, Maiko wird uns helfen? Wäre ich sicher, hätte ich sie einfach angerufen und wir würden nicht miteinander reden. Oh so. Ich drück's anders aus. Könnte es sein, dass sie uns vermöbelt und aus dem Fenster schmeißt? Ja, denk schon. Gut, damit kann ich arbeiten. Wie gut kennst du diese, Maiko? So gut. Wann fangen wir an? Früh morgens. Da ist das Clouds geschlossen und kaum jemand in der Nähe. Wie früh? Vor 8. Ich warte am Eingang. Nee, besser auf dem Balkon über dem Clouds. Wir schleichen uns rein. Keiner wird was mitbekommen. Auf dem Balkon. Verstanden. Okay. Ich brauche einen neuen Style. Wir haben wirklich für jeden was da. Ich brauche... Oh, ihr habt nur Klamotten, oder? Ja, nee, nur Klamotten brauche ich nicht. Achso, kann ich meinen Junk verkaufen? Kann ich meinen Junk verkaufen? Wir haben wirklich für jeden was da. Ja. Junk verkaufen? Ja. Okay, zumindest das konnten wir verkaufen. Ist hier noch was in der Nähe? Was sonst das ist noch ein NCPD-Einsatz. Eventuell der Doki, der könnte uns da noch helfen. So. Okay.
Alle tot? Jo, wird schon. Ja. Da sind noch Sachen, die wir gebrauchen können. Na gut, das nicht. Stimmt, jetzt hätten wir ja auch verkaufen können. Okay. Nett. So, da wir jetzt hier alles haben, glaube ich, hoffe ich, werden wir zum Doki fahren. Und dann nach da weiter. Also erstmal noch zum... Wir haben einen Punkt bekommen, stimmt. Habe ich schon ganz vergessen. Die Frage ist, wo setzen wir ihn ein? Das Hacken ist zwar schön, aber... Wird die Bridge-Dauer... Ah, ich hatte den Damien geschützt um Shutdown frei. Geschütztürme im Netzwerk 3 Minuten nur. Ah, Geschütz bändigen. Als verbündet. Ist natürlich nicht verkehrt, aber naja. Quick Hacks. Haben wir da noch was Schönes? Dauer von Quick Hacks. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das mit... ja, weiß ich nicht. Das ist gut. Stimmt. Wir haben ja einen, der sich verbreitet. Yeah. Stimmt, ja. So, und dann nehmen wir hier nochmal Waffen und fangen wieder an zu zerlegen und hoffen, dass wir genügend Materialien zusammenbekommen. Dass wir Sachen aufwerten können. So, da haben wir auch was bekommen. Haben wir hier auch noch was bekommen? Ja. Noch so ein. Da müsste man nur mal gucken, auf welche Waffen wir die bekommen. Warte mal, 36. Okay, ist besser. Ja, dann würde ich so machen. Schlechter. Du bist genauso gut. Hast aber Explosionsverringerung. Also, manchmal verstehe ich doch nicht. So, ab zum Dock. Ja, gib mal eure Karre her. Die ist aber träge. Oh, hoffen wir mal, dass der... Achso, wir haben noch nicht hoch aufgewertet, ne? Siehst du mich? Nö. So, wir gucken nochmal. Können wir schon was aufwerten? Zufälligerweise? Ja, nein. Doch, die könnten wir aufwerten. Dann wärst du auf Max Level, ne? Ja. Schon mal gut. Hast du geöffnet? Ja. Überspringen. Perfekt. Das brauchen wir. Brauchen wir. Nee, nicht perfekt. Also ist schon mal nicht schlecht, aber wir brauchen leider die anderen Sachen, ne? Wir brauchen. Nee, dich brauchen wir nicht. Wir brauchen die unteren, die blauen brauchen wir in Massen. Okay, davon haben wir genug. Das ist gut. Auch davon haben wir mehr als genug. Also wir brauchen wirklich die. Diese Komponenten hier sind erstmal die, die wir hauptsächlich gerade brauchen. Ah ja, okay. Gut, dann gib mir mal mein Moped wieder. Und dann fahren wir eventuell doch erstmal da. Hallöchen. Okay. Achso, der ist hier gleich um die Ecke.
Ja, das war gerade ein bisschen... Naja, egal. Hallo? Noch jemand da? Oh, habe ich aus Versehen. Ja, Tatsache, da vorne sind noch welche. Halt. Einen wunderschönen guten Tag. Sie wissen nicht zufälligerweise, wo es hier lang geht. Wir sind normale NC-Bewohner. Okay. Okay. Hui. Und schon ist der Auftrag. Wie schnell wir die Aufträge jetzt mittlerweile so erledigen können, ne? Also teilweise so bup, bup, rein. Fertig. Also das Protokoll, dieses Breach-Protokoll, das ist einfach nur krank. Ja, hab ich. Danke für die Nachfrage. Hab dich überholt, Edgy Betty. Was habt ihr denn hier für Probleme? Oh, ihr habt alle umgebracht? Nee, oder? Okay. Bleib mal in der Nähe. Jawohl. Okay. Was war denn das jetzt hier? Also, ja, eigentlich müsste ich die Waffe in die Hand nehmen. Was habt ihr hier veranstaltet? Okay, das sind verschiedene Gangs, die aufeinander gestoßen sind. Oder verschiedene Gruppierungen. Sagen wir mal nicht Gangs, sondern Gruppierungen. Na? So. Dann haben wir hier noch. Danke. Du? Nicht. Okay. So, noch was? Ja. Mission complete. Haben wir jetzt eigentlich Max Level erreicht? Fällt mir gerade so ein. Street Credibility? Oder geht es gar nicht? Also, hab das Gefühl, es geht nicht mehr hoch. Da liegt noch eine Waffe, oder? Ne, Schallplatte. Jo. So. Auch den Auftrag schnell erledigt. Also diesen NCPD-Einsatz. Der ja nun wirklich, naja. Nicht der Rede wert war. So, trotzdem, ich würde gerne hier... Wir kriegen hier keine Komponenten von. Das ist das, was mich gerade so ein bisschen aufregt.
So ganz minimalistisch. Da. Alles andere haben wir. Und zwar nicht zu wenig. Okay. Ach, noch ein Auto. Wie viele Autos gibt's hier denn? Hm, da hat jemand was für uns. Yep. Es gibt eine Hetzseite im Netz gegen Weldon Holt, den Bürgermeister. Aha. Naja, vorläufigen Bürgermeister. Achso, ja, das ist ja nur der Ersatz. Oh Mann, Politik. Wie Schlammkettchen, nur nicht so sexy. Egal. Mein Kunde will, dass diese Seite für immer im Cyberspace verschwindet. Im Anhang sind noch mehr Infos. Jo. So, schauen wir mal. Okay, wollen wir uns jetzt nicht durchlesen. Ich bin irgendwie lesefaul mittlerweile. Aber hier gibt es auch so viel zu lesen. Das ist schon absolut Wahnsinn. Gut, aber wir machen an der Stelle jetzt hier Feierabend und erledigen dann den Auftrag beim nächsten Mal daher. Danke fürs Zusehen und tschüss.